Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Und Silas. Ja genau, Silas sitzt hier unten und passt auf mich auf. Ja, herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Das Thema des heutigen Videos lautet, warum grün essen wichtig für die schleimfreie Heilkost, die schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret ist. Seit Juli 2018, also seit über einem Jahr, praktiziere ich die schleimfreie, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret. Dazu gab es auch schon einige Videos hier auf diesem Kanal. Ich schätze, ich werde im Laufe des Videos ein paar Videos in den Infokarten davon verlinken. Ich habe mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp kürzlich darüber gesprochen, warum eben das Grünessen so wichtig bei der schleimfreien Heilkost ist. Ihr werdet dieses Interview oder dieses Gespräch eher so als Podcast hören. Ich werde dazu Bilder mit einblenden. Hier auf Sizilien esse ich viel mehr reife Früchte als in Deutschland, weil es ja einfach ein sehr gutes Angebot an wirklich reifen Früchten gibt. Aber auch hier kommt bei mir das Grün nicht zu kurz. Entweder gibt es ein bisschen Wildgrün in Form von wildem Portulak oder Romana-Salat oder ein Kopfsalat. Aber ich habe auch immer, wenn ich unterwegs auf Reisen bin, mein grünes Pulver dabei. Also vor allem Grashaftpulver und auch Silizium Plus. Jetzt folgt das Gespräch mit Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Los geht's. Warum grün essen so wichtig für die schleimfreie Heilkost ist. Und jetzt für die Menschen, die das Video jetzt schauen und denken, was ist ein schleimfreie Heilkost, werde ich noch ein paar Worte dazu sagen, bevor wir dann zum Hauptthema kommen. Also die schleimfreie Heilkost wurde von Arnold Ehret vor über 100 Jahren ins Leben gerufen. Der Arnold Ehret, der war an einer schweren Nierenerkrankung oder Nierenleiden erkrankt und praktisch unheilbar. Heutzutage würde man wahrscheinlich eine Nierentransplantation vorschlagen und ihn zur Dialyse schicken. Er hat sich einfach durch Ernährungsumstellung, Fasten und Entgiften von diesem Nierenleiden geheilt und hat dann dieses System der schleimfreien Heilkost ins Leben gerufen. Also er hat Lebensmittel in verschiedene Bereiche eingeteilt, Lebensmittel, die Schleim, Eiter oder Säuren bilden und Lebensmittel, die einfach schleimfrei, säurebindend sind. Und diese beiden Listen, da hat der Henry zwei tolle Blogartikel geschrieben, die findet ihr auf meiner Webseite, die verlinke ich euch auch unten, da könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr wissen wollt, welche Lebensmittel sind denn so Schleim und Eiter bildend und welche Lebensmittel wirken dem entgegen. Es gibt auch einige kostenfreie Schriften, also freie Schriften von Arnold Ehret, die könnt ihr euch auch auf meiner Webseite direkt kostenlos herunterladen. Den Link setze ich euch auch unter dieses Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. So viel erstmal dazu, damit ihr erstmal ungefähr wisst, was die schleimfreie Heilkost ist. Also Arnold Ehret hat die Erfahrung gemacht, es gibt Lebensmittel, die im Inneren des Körpers Schleim oder Eiter bilden können. Und bei der schleimfreien Heilkost werden diese Lebensmittel Schritt für Schritt weggelassen und durch Lebensmittel ersetzt, die eben schleimfrei sind, schleimarm sind und auch säurebindend sind. Und das ist das System der schleimfreien Heilkost. Und wir, also Henry und ich, praktizieren seit circa einem Jahr konsequenter die schleimfreie Heilkost. Du hast dich ja schon länger damit beschäftigt. Du hast das in den letzten Jahren immer mal wieder eingebaut. Ich habe das vor 3 Jahren in Sardinien, wo wir Henry besucht haben, hatte ich dann auch mal ein paar Wochen lang schleimfrei gelebt, weil ich einfach mal die Erfahrung machen wollte. Ich habe wirklich auch die lange Zeit bis dahin gebraucht, weil so soll es ja auch sein, schrittweise in die schleimfreie Heilkost. Man kann das mal ein paar Wochen machen, aber niemals von heute auf morgen in die schleimfreie Heilkost so reinstürzen und nie wieder Kompromisse machen oder nie irgendwas, sage ich mal, korrigieren. Das kann fatal werden für viele Menschen. Arnold Ehret hat in seinem System der schleimfreien Heilkost eindeutig beschrieben, wie die Umstellung aussehen kann. Und er hat darin auch beschrieben, dass je nach Vorgeschichte, ja, in die Vorgeschichte fließt ein, welche Krankheiten man hatte, welche Medikamente man genommen hatte, welchen Lebensstil man geführt hatte und viele weitere Dinge, ja. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt. Heutzutage muss man dann natürlich auch noch mit reinbringen, das ist ja auch so, erstmal, dass es ja jetzt schon wieder 100 Jahre später ist. Das heißt, genetisch gesehen sind wir jetzt noch viel degenerierter als vor 100 Jahren, so. Und das spielt da eben auch noch mit rein. Das heißt, die Genetik heutzutage ist auch extrem wichtig, das noch mit zu beachten bei diesen Prozessen. Dann haben wir die äußeren Umwelt, die äußeren Einflüsse natürlich noch durch Industrie heutzutage, durch Strahlung, egal ob das WLAN ist, Handystrahlung
oder jetzt natürlich die neue Strahlung 5G, ja, ob das durch Autoabgase ist, Flugzeugabgase, Schiffabgase, also die ganzen Sachen, die es damals eigentlich noch nicht gab. Damals gab es nur Natur und Mensch. Ja? Dieser Faktor ist nicht mehr da. Das heißt, heutzutage hat man diese ganzen Sachen, mit denen man noch konfrontiert wird jeden Tag. Und dadurch kann man halt eben nicht das System hundertprozentig so umsetzen, wie es Arnold Ehret damals beschrieben hat. Und auch von dem Zeitfaktor nicht mehr. Ja? Dadurch, dass wir diese 100 Jahre jetzt später haben, dauert dieser Umstellungsprozess viele, viele Jahre, mehrere Jahrzehnte bei jedem Einzelnen. Außer ihr kommt von irgendeiner Insel oder aus irgendeinem Land, wo es noch eine ursprüngliche Ernährung gab. Da weiß man, dass man genetisch noch nicht so degeneriert ist, wie wenn man zum Beispiel in Deutschland schon seit mehreren Jahrzehnten oder Jahrhunderten die Familie da schon gelebt hat. Ja? So diese ganzen Faktoren spielen da mit rein. Aber und deswegen kommt es eben dazu zustande, dass wir viele Jahre und Jahrzehnte brauchen, ehe dieser Regenerationsprozess abgeschlossen ist. Und da muss ich auch ganz klar sagen, liebe Mitmenschen, wer sich dem nicht bewusst ist und denkt, dass es so ein, ja, so ist, dass man wie eine Pille nimmt und am nächsten Tag ist alles wieder gut, so ist es leider nicht. Ja? Also es ist ein langer Prozess und der ist auch nicht mal einfach, der Prozess, das muss man auch sagen. Sowohl emotional als auch physiologisch gesehen kommt es da immer wieder auch mal zu Nebenwirkungen. Ja, das ist einfach so. Vor allem auch die emotionale Entgiftung, die habe ich, muss ich ehrlich sagen, total unterschätzt. Die unterschätzt jeder. Die kommt dann irgendwann, die emotionale Entgiftung, da geht es richtig so an richtig tiefe Schichten, so richtig an tiefe Blockaden. Und das ist nicht ohne, muss ich sagen. Mhm. Also die muss man sich auch bewusst sein, wenn man diesen Weg gehen will. Aber man findet da wieder raus. Mhm. Das ist wie so, ja, Berg- und Talfahrt. Ne? Man hat natürlich auch Phasen der absoluten Leichtigkeit, wo man sagt, wow. Und man so das Gefühl hat, man fängt an, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen, dann hat man mal wieder so Einbrüche, weil diese Themen, die man wahrscheinlich über Jahrzehnte verdrängt hat, ich bin auch so eine Verdrängungskünstlerin, ich kann Dinge wirklich auch richtig verdrängen, richtig wegschieben, aber sie müssen eben aufgelöst werden. Wenn wir die Themen immer nur wegschieben, dann behindern sie uns. Mhm. Dann können wir uns nicht wirklich frei entfalten. Die Themen müssen angeschaut, müssen betrachtet werden und aufgelöst werden, nicht immer nur betrachten und dann wieder wegschieben. Und das habe ich jetzt auch im letzten halben Jahr auch sehr intensiv spüren können, wie das auch spüren müssen sozusagen, auch wie das an die Substanz gehen kann. Aber es kommt immer wieder Licht. Man kann sich das so vorstellen, dass viele kennen ja diese innere Stimme, ja, und diese innere Stimme wird von Jahr zu Jahr, wird die immer lauter, wenn man sich um diese emotionalen Themen nicht kümmert. So, und sobald man aber anfängt, sich um diese Themen zu kümmern und dann anfängt, einzelne Sachen aufzulösen, ja, dann merkt man, dass die Energien immer viel besser fließen können. Und es ist wirklich so, wenn ihr emotionale Themen habt, wo ihr immer wieder drüber nachdenken müsst, wo ihr immer wieder so in Gedanken kommt darüber, ja, dann blockiert man Prozesse im Körper. Es kann nicht mehr alles richtig fließen und das resultiert über die Jahre hinweg gesehen auch zu Krankheiten. Das Thema wird noch viel zu sehr unterschätzt, ja. Aber das kommt jetzt wieder immer mehr ins Bewusstsein rein. Und das ist halt, finde ich, das ist ein sehr guter Aspekt. Ja, genau. Aber um das Ganze mal abzukürzen. Viele denken auch bei der schleimfreien Heilkost, wenn sie die schleimfreie Heilkost tun, an und erret, ja, okay, nur noch Früchte essen, kein Fett mehr essen, gar nichts mehr. Das ist aber auch so ein Ding. Da habe ich 2 Videos darüber gemacht, die werden wir auch hier verlinken, die größten Irrtümer der schleimfreien Heilkost. Und da sieht man eben auch mal, Arnold Ehret hat auch Gemüse empfohlen, er hat auch gedämpftes Gemüse empfohlen, er hat auch Fette empfohlen, ja, auch Öle für den Umstellungsprozess. So, und die ganzen Faktoren spielen und fließen da mit hinein. So, und deswegen ist es uns auch so ein großes Anliegen, auch nochmal zu sagen, dass eben dieser sofortige Sprung in eine Fruchternährung oder in komplett schleimfrei total in die Hose gehen kann. Ja, ich habe da draußen wirklich schon Menschen gesehen, die sich von der fruchtbasierten Ernährung, die ihre Zähne verlieren, die andere Probleme bekommen, Osteoporose und. Das sind dann auch die ganz normalen Krankheiten, die man auch mit Industriekost bekommen würde. So, ja. Und das kann man eben ganz klar vermeiden, wenn man eben die Früchte erstens nur reif isst, was in Deutschland überhaupt gar keine Garantie mehr gegeben ist, vor allen Dingen, wenn man im Supermarkt einkauft. Da gibt es einfach selten reife Früchte. Ich würde dazu mal gerne was erwähnen. Ich habe zum Beispiel wochenlang ab und zu im Bioladen eine Mango gekauft oder über meine Biokiste und war wirklich jedes Mal enttäuscht, weil es einfach nicht aromatisch geschmeckt hat und die waren einfach nicht reif. Die werden einfach, Mangos gehören ja zu den klimakterischen Früchten, das heißt,
Die können schon früher geerntet werden, wie zum Beispiel Beeren. Beeren sind nicht klimakterische Früchte, unsere heimischen Beeren. Wenn die geerntet werden, müssen innerhalb von ein paar Tagen gegessen werden oder verarbeitet werden. Und die Mangos können schon früher gepflückt werden, die können nachreifen, wie zum Beispiel auch Bananen und Tomaten. Aber ich habe so das Gefühl, die werden immer früher geerntet. Und wenn Früchte sehr früh geerntet werden, können sie nicht erstmal ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden, aber auch nicht ihr Aroma. Also da fehlt einfach die Sonne und das schmeckt man einfach. Also dieses Jahr ist mir das extrem aufgefallen oder auch so im letzten Jahr generell, dass die Früchtequalität in Deutschland sehr, sehr schlecht ist. Selbst auch Erdbeeren, die waren dieses Jahr viel zu sauer. Ja. Das muss man auch sagen. Und wenn man zu viel saure Früchte isst, auch zu viele Johannisbeeren, zu viele Erdbeeren, auch zum Beispiel so, was mir auch immer auffällt, so Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, die sind auch viel zu sauer. Wir sind ja auf Sizilien, ich esse Aprikosen und Pfirsiche und die schmecken aromatisch süß, da fehlt die Säure. Und mit der Säure können wir unsere Zähne und unser Zahnfleisch schädigen. Und es gibt ja auch viele Rohköster, die mit den Zähnen Probleme haben. Oder dann nach Jahren, die stellen auch Rohkost um, essen zu viele Früchte, essen zu viele Trockenfrüchte, essen zu viele unreife Früchte. Was Henry schon angesprochen hat, da gibt es Zahnprobleme. Und dann sagen die, oh, die Rohkost funktioniert nicht. Oder es gibt auch andere Probleme. Und dann ist immer die Rohkost schuld. Aber wir müssen ja bedenken, die Rohkosternährung, das praktiziert jedes Lebewesen auf der Welt, nur wir nicht. Also so falsch kann diese Ernährung nicht sein. Nur wir können nicht von heute auf morgen sofort in die Rohkost springen mit unserer Degeneration, mit den Vergiftungen. Und dann nur Früchte essen, das funktioniert nicht. Das geht vielleicht mal ein paar Jahre gut und dann gibt es die Einbrüche. Das hat aber nichts generell mit der rohen Ernährung zu tun. Dann wurden Früchte konsumiert, die einfach qualitativ minderwertig waren, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das ist eben das Problem, was Henry anspricht, dass viele schleimfreie Kost auch nur Früchte oder Rohkost auch viele Früchte essen, Trockenfrüchte essen. So kann man aber wirklich Schäden nach sich ziehen. Man schadet dann mehr seinem Körper, als wenn man bei einer eher normalen Ernährung, wo man aber auf die Qualität der Lebensmittel achtet und nur dämpft und dünstet, man eine Suppe isst und viel Grün. Mit so einer Ernährung schädigt man sich vor allem die Zähne weniger, als wenn man so auf Früchte geht, die nicht reif sind und die zu süß sind. Auch Bananen, Datteln, gerade Trockenfrüchte ist ganz schön. Trockenfrüchte, also ich habe mal vor Jahren auf der Revolution einen interessanten Vortrag gehört von der Maria Kakiaki. Und da ging es auch um Zahnprobleme, Zahnschäden. Und die rühren unter anderem auch, wenn man Verspannung hat, wenn man Stress hat. Es war sehr ein interessanter Vortrag. Und was mir wirklich noch so in Erinnerung geblieben ist, dass sie gesagt hat, wenn Sie Zahnprobleme haben, lassen Sie die Trockenfrüchte weg. Maximal zu Weihnachten und zum Geburtstag. Nur für Festtage. Für den Alltag keine Trockenfrüchte. Natürlich kann man sich auch mal eine Mandelmilch mixen oder irgendwas zum Süßen verwenden. Das ist auch weniger gefährlich, als wenn, weil das dann nicht so klebt, als wenn man Datteln pur isst und die kleben dann an den Zähnen oder generell Trockenfrüchte. Was ich auch manchmal mache, dass ich mir zum Beispiel Aprikosen, ich habe auch getrocknete wilde Aprikosen zu Hause oder Jackfrucht, die weiche ich mir dann in Wasser ein. Wenn man sie 12 Stunden in Wasser einweicht, dann nehmen sie wieder ganz viel Feuchtigkeit auf. Wenn man das dann isst, dann klebt auch nichts mehr an den Zähnen. Und natürlich, was wichtig ist, jetzt kommen wir eigentlich auch auf den anderen Aspekt, dann immer Grün dazu essen. Ihr Früchte esst, wieder grüne Säfte vorher trinken oder Wildkräuter dazu essen oder Gartenkräuter auch oder grüne Sprossen. Es gibt ja eine ganze Palette an grünen Lebensmitteln. Und das ist uns auch wichtig, das zu transportieren, wie wichtig in der schleimfreien Heilkost die mineralstoffhaltigen grünen Lebensmittel sind, mit den Mineralien und Spurenelementen. Für jede Ernährung, nicht nur für die schleimfreie Heilkost. Für jede Ernährung, aber wir wollen ja auch, ne, weil viele immer denken, schleimfreie Heilkost, auch Früchte essen nur. Das Grün ist auch wichtig, wenn nicht sogar viel wichtiger. Also auf Reisen ist Grün auch immer ein Thema. Wir haben ja auch immer Grashaftpulver dabei oder auch gerade Silizium Plus, also mineralstoffhaltige Pulver, die auch Spurenelemente enthalten, auch Enzyme und eben das wichtige Chlorophyll. Das gibt es auf Reisen, wenn wir wieder in Deutschland sind, gibt es auch mehr frisches Grün. Aber wir haben ja hier zum Glück auch ein bisschen wilden Portulak gefunden oder mal so einen Romana-Salat. Aber das Kraftvollste, was wir gerade dabei haben, ist dieses Grashaftpulver, weil es eben sehr, sehr viel Chlorophyll enthält. Und Chlorophyll ist für jede Ernährung, nicht nur für die schleimfreie Heilkost, wie du das gesagt hast, wichtig, weil es einfach auch bei der Entgiftung unterstützt und auch bei der Blutbildung unterstützt, das Blut reinigt, das Immunsystem stärkt. Also es hat so viele Vorteile, regelmäßig Chlorophyll zu sich zu nehmen. Und ich lese euch jetzt mal ein kleines Zitat aus meinem Gesund-Grün-Essen-E-Book vor. Schadstoffe in Wasser und Luft, UV- und Röntgenstrahlung sowie Toxine in unserer Nahrung haben zur Folge, dass in unserem Körper zunehmend Radikale gebildet werden, deren freie Bindungsarme sich an lebenswichtige Biomoleküle anbinden, was chemisch unter den Oberbegriff der Oxidation fällt, und deren Funktionsweise dadurch in schädlicher Weise verändern. Dies ist ein bekannter Mechanismus der
Krebsentstehung. Es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass das Blattgrün dem entgegenwirkt, also eine antioxidative Wirkung hat, in dem Sinne, dass es krebserregende Stoffe bindet und bei der Regeneration von Strahlenschäden einen wichtigen, großen Beitrag leistet. Und Henry hat ja schon am Anfang des Videos einfach aufgezeigt, in welcher Umwelt wir heute leben, unter welchen Bedingungen wir leben müssen, die so unter Arnold Ehret in seiner Umwelt damals gar nicht existiert haben. Man kann ja auch mal nachforschen, wie viele Krebserkrankungen gab es damals zu Ehret-Zeiten und wie viele verschiedene Krebserkrankungen gibt es mittlerweile heute. Und Krebs ist ja auch eine klassische Zivilisationskrankheit. Und wir können mal, es ist erstaunlich, wie viele Zivilisationskrankheiten in den letzten Jahrzehnten dazugekommen sind. Zu weiteren Zivilisationskrankheiten, die extrem angestiegen sind, gehören auch Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, auch Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Autismus oder ADHS. ADS, immer mehr Erwachsene und Kinder bekommen den Stempel ADHS oder ADS. Das gab es früher zu Ehret-Zeiten nicht so in diesem Maße, ich will nicht sagen überhaupt nicht. Man muss sich auch mal überlegen, wieso diese Krankheiten, diese Zivilisationskrankheiten in den letzten Jahrzehnten so extrem angestiegen sind. Und ich schätze, dass es sehr viel, wirklich sehr, sehr viel, dass es wirklich sehr viel mit den Umweltfaktoren zusammenhängt, die Henry benannt hat, und auch an unserer Ernährung, an dieser Industriekost. Ich hatte ja auch kürzlich ein Video veröffentlicht, 9 Gründe, warum wir auf Industriekost verzichten sollten. Das sind wirklich sehr wichtige Gründe dafür genannt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Also in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, bei jeder Ernährungsform grüne Lebensmittel zu integrieren. Wenn kein Grün oder keine Mineralien in der Ernährung dabei sind, ja, ich meine, das muss jetzt nicht nur bei Rohköstlern sein, das kann auch bei Menschen sein, die nur Industriekost essen. Bei den Menschen, die nur Industriekost essen, ist es so, dass anorganische Mineralien da sind durch den Erhitzungsprozess. Aber da kommen natürlich dann auch eben die ganzen anderen Zusatzstoffe noch mit hinzu, die man sich vielleicht nicht einverleiben möchte. Ja? Und bei den anorganischen Mineralien ist es so, dass der Körper ja mit der Zeit anfängt, Blockaden im Körper zu bilden. Und dadurch entstehen dann die verschiedenen Krankheiten, so wie wir sie heute kennen, so wie sie Silke gerade teilweise benannt hat. Ja? Und dadurch ist es auch so, dass es von Generation zu Generation die Krankheiten eher auftreten. Ihr könnt euch erinnern, vielleicht noch vor ein, zwei Generationen, da war es so, dass die Kinder sehr gesund aufwachsen konnten und da so gut wie gar keine Krankheit da war. Ja? Außer natürlich so ein paar Kinderkrankheiten, die natürlich auch vermieden werden könnten, aber das ist ein anderes Thema. Und diese Krankheiten kommen jetzt immer eher. Ja? Es gibt kleine Kinder, die schon Schlaganfälle bekommen und es gibt kleine Kinder, die auch schon Herzattacken haben, die schon Diabetes haben. Oder Leukämie. Oder Leukämie, ja. Das ist teilweise schon da. Und ja, jetzt kommt man dann eben an den Punkt, wo diese Rückregeneration wieder stattfindet und dann könnte man das wieder umkehren, wenn man das möchte. Und jetzt kommt man aber dazu, dass wir natürlich, dass das die besten Mineralien für uns die organischen Mineralien sind und das gewährleistet eben, oder das wird von den grünen Lebensmitteln gewährleistet, dass wir diese Mineralien in uns reinbekommen. Ja? Wir haben vor uns das Beispiel angebracht mit den Menschen, die nur Früchte essen. Die Menschen, die nur Früchte essen und nur unreife Früchte essen, da ist es so, dass man das ungefähr im Schnitt zwischen 1 bis 4, 5 Jahre handeln kann, dann sind die Mineralspeicher komplett leer. Der Körper fängt dann an, der versucht irgendwie diese Säuren wieder auszugleichen und der fängt in diesem Zeitraum an, die Mineralien aus dem Körper herauszuziehen. Ja? Bevorzugt dann natürlich als erstes die Zähne, weil die Zähne sind ja erstmal nicht so wichtig wie zum Beispiel andere Organe im Körper. Deswegen fängt der Körper an, dann Substanz aus den Zähnen herauszuziehen, damit die Mineralien da sind, um diese Säuren abzupuffern, die durch die Entgiftung erstens entstanden sind, durch die Unreife der Früchte. Und der Körper braucht dann eben auch nochmal Mineralien, um diese Säuren wieder auszuleiten. Wenn diese Mineralien nicht da sind, dann kann er diese nicht ausleiten und daraus resultieren dann später wieder andere Krankheiten. Dem muss man sich bewusst sein. Ja? Deswegen ist es noch viel, viel wichtiger, auch Mineralien, organische Mineralien immer wieder in seinen Körper reinzubekommen, damit man damit auch gewährleistet, dass der Körper diese ganzen Sachen ausleiten kann, den Regenerationsprozess dadurch auch weiter unterstützen kann. Ne? Da spielt dann auch noch ein sauberer Darm mit rein. Wenn der Darm nicht sauber ist, kann der Körper auch nicht richtig ausleiten. Gut, es geht dann noch über die Haut und über die Lunge. Noch ein anderer Faktor, weil wir gerade bei der Lunge sind, mit den richtigen Atemübungen kann man 70% der Giftstoffe über den Atem ausleiten. Und dann gehen die anderen 30% beim Schwitzen über die Haut, über Darm, das geht dann über diese Wege nach draußen.
Das ist immer noch so ein interessanter Fakt, den ich da noch mit einbringen wollte. Welche Atemübungen das sind, das können wir vielleicht auch mal hier auf dem Kanal machen. Ich werde es auf jeden Fall auch bei mir auf dem Kanal Wir zeigen. hatten schon mal vor 2, 3 Jahren Ja. so eine Atemübung für mehr Energie. Also wenn ich das noch finde, verlinke ich das Video mal oben in den Infokarten. Das war auch eine sehr kraftvolle Übung. Ist auch ein bisschen lustig anzuschauen, glaube ich. Ja. Und deswegen ist es immens wichtig, dass man da diese organischen Mineralien aus grünen Lebensmitteln einfach in seiner Ernährung mit dabei hat. Und da tut man sich einen ganz, ganz großen Gefallen. Und vielleicht, ja, Sicke hat ja schon was Schönes aus dem Buch vorgelesen. Ich kann euch das nur schwer ans Herz legen. Sehr, sehr, sehr schönes, gutes Buch, super geschrieben. Und das ist auch, glaube ich, für jemanden, der noch nicht so viel Wissen darüber hat, ist das der perfekte Einstieg. Und ja, das sollte eigentlich Pflichtlektüre werden in den Schulen, ist meiner Meinung nach. Also in diesem E-Book habe ich alle grünen Lebensmittel beschrieben, die es gibt, auf die wir das ganze Jahr über zugreifen können, natürlich auch immer zu regionalen Zeiten. Also es geht um grünes Blattgemüse, auch Gartenkräuter, alles was eben so kulturgrün ist. Dann die Mikroalgen und wir haben ja auch die tolle Algenfarm in Klötze, die eben Chlorella und Spirulina, ganz, ganz tolle Mikroalgen mit einem breiten Nährstoffspektrum, natürlich auch mit einem hohen Gehalt an Chlorophyll. Da gibt es Informationen dazu, natürlich dann auch zu grünblättrigen Sprossen, Grünkraut, grüne Gräser, alles, was man sich in der Küche selber ziehen kann. Und ein ganz, ganz großer Teil ist natürlich den Wildpflanzen gewidmet, also Wildkräutern und Baumblättern. Ich glaube, ich habe über 61 Wildpflanzen beschrieben. Und von Frühjahr bis Herbst können wir uns ja gut mit Wildgrün versorgen. Auch im Winter gibt es noch einige Wildpflanzen wie Brombeerblätter. Also wir könnten selbst im Winter uns Smoothies mixen mit Brombeerblätter. Die sind halt im Winter recht zäh. Und wenn der Winter nicht zu kalt ist, dann findet man auch noch Gundermann und Vogelmiere. Da findet man noch ein paar Wildkräuter. Aber sonst hat man im Winter eben auch Grünkohl zum Beispiel, Postelein, Feldsalat. Und ich beschreibe einfach in meinem Buch, wie wichtig Chlorophyll ist, aber auch die Bitterstoffe, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber die Bitterstoffe sind eben für die Verdauung, für die Leber, für die Galle sehr wichtig. Und die sind ja vor allem in den Wildkräutern enthalten. Genau, und dieses gesunde grüne Essen, das ist uns beiden so wichtig, dass wir das gar nicht so oft, wir können das gar nicht oft genug wiederholen, um einfach den Körper auch vor Schäden zu bewahren. Gerade wenn man in diese Rohkostrichtung gehen möchte, beziehungsweise auch in die schleimfreie Heilkost, weil wir möchten nicht, dass Menschen. Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die gehen in die schleimfreie Kost, in die Rohkost, weil sie irgendwelche körperliche Symptome haben. Und wir möchten nicht, dass die Menschen dann in diese Ernährung gehen, in die schleimfreie Kost oder in die Rohkost und bekommen dann noch zusätzliche Probleme mit den Gelenken, mit den Zähnen oder mit der Verdauung. Und deswegen ist es wichtig, grün dazu zu essen, die Lebensmittel gut zu kombinieren, so einfach wie möglich zu essen. Aber die Themen, auch Darmreinigung, haben wir auch schon Videos gemacht. Also ihr findet alle, es ist ja eher auch ein ganzheitliches Thema. Henry hatte ja auch schon, sage ich mal, so das emotionale Entgiften angesprochen. Also es ist ja Körper, Geist und Seele. Es ist auch nicht nur die Ernährung. Es müssen so viele Faktoren berücksichtigt werden, um den Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen. Und ihr findet aber die Themen ja auf Henrys Kanal, Henry Lopp, oder auf meinem Kanal. Wenn ihr regelmäßig die Videos schaut, dann da werden einfach auch viele Punkte angesprochen. Wir hoffen, euch haben die Informationen in diesem Video zum Thema Grünessen und schleimfreie, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret weitergeholfen. Uns interessieren natürlich eure Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost und mit der Thematik, grüne Lebensmittel in diese schleimfreie Heilkost zu integrieren. Hinterlasst gern eure Meinungen, Gedanken und Erfahrungen unter diesem Video. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Sehr gut.